Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Büro 3 GTP to Klammer. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben in Götzbach. Sieht langweilig aus, ich meine, das ist nur eine Wand. Ja, wenn Donald Trump wäre stolz. Aber naja. Yay! Soll das ein Zecke sein? Ja, was hast du zu sagen? Spyro, die Götzenköpfe, die wir schnitzen, sind lebendig. Sie haben uns aus unseren Tempeln ausgesperrt und unser Essen gestohlen. Vorarbeiter, wir schaffen. Bob, Klamachter. Nö, wir schaffen das nicht. Er klingt gar nicht wie Bob. Ja, warum heißt er Vorarbeiter Bob, wenn er nicht mal wie Bob klingt? Burn, bitch. Wenn die hatten nur einen Job, einen einzigen Job. Sieht nicht schlecht aus. Es sieht eigentlich ziemlich gut aus, aber ich würde es nicht sagen. Aber wenn ich zugeben würde, dass es gut aussieht, dann würdest du das als hässlich aussehen. Aber ich bin wunderschön. Hat dich gesehen. Eins. Quatsch. Hey, das Metal-Schild. Aber weißt du was? Ich hab. Ramatocke! Ach. Stirb! Stirb! Ja, hat so gedacht, du hättest Skill. Alter, wurdest du outplay. Und was sagen? Diese Metallschilde machen Gegner unverwundbar gegen deinen Feuerstrahl. Wenn du die Quadrattaste gedrückt hältst, kannst du sie durch Umstoßen besiegen. Wir haben gerade zwei von denen bekämpft. Und jetzt kommt der Hinweis. Hey, du kannst Metall nicht verbrennen. Komm nie doch zu Tode. Stück Scheiße! Ich meine, hey, verbrennen. Wenn ich hätte den Spieler selbst herausgefunden, hätte man den Spieler. Das Tutorial jetzt einfach meistens useless, weil es einfach nichts bringt. Wenn die Spieler einfach das meiste vom Tutorial selbst herausfinden. Na, das, was man nicht weiß als Spieler, als ganz normales Spiel, was man so nicht herausfindet, ja, das gibt's nie im Tutorial. Was ist ja eigentlich, wenn ich hier vorne stehe? So, dass der NPC nicht erreichen kann. Ach, da tue ich mich aber weg. Nice. Kann man auch mal machen. Kann man aber auch lassen. Kann man aber auch machen. Ja, kann man aber auch lassen. Könnte man aber auch wieder machen. Aber könnte man auch lassen. Beispiel den zu töten. Könnte man aber auch lassen. Damn, Junge. Ist sonst nichts. Also ja. Das Schier hat mich komplett abkotzt. Keine Ahnung, was das ist. Bam, Junge. Bam, Junge. So wollen wir, Junge. Um die Kamera nach links oder rechts zu bewegen, drückt die L2 oder R2 Taste. Man kann es auch mit L1 und L2 machen. Und R1. Halt. Also es ist egal, welche Schultertaste man drückt, man macht es immer. Also dadurch, dass R1 und L und R2 so dass du erreicht sind. Jetzt nie braucht man den Stampfer, weil wir haben den Stampfer auch noch nicht. Stampfer-Tacke des Grauens. So, hier ist nichts. Falle eigentlich.
Jawohl, Secrets. Ja, yeah, Secrets. Woo. Secrets. Secrets of Penesia. Oder so. Burn, bitch, burn. Ist eine Ebene, die wir noch nicht erreicht haben. Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Uga, uga, uga. Uga, uga. Oh, super, dich zu sehen, Spyro. Da jetzt der Supersprint Powerpunkt aktiv ist, kannst du durch die Säulen flitzen und die tanzenden Hula-Mädchen zu meiner Rettung herschicken. Supersprint benutzen, durch die Steinsäulen flitzen. Ficken. Der Supersprint. Mein Hassgegner. Woo! So, und der erste verpasst, zweite verpasst, dritte verpasst. Okay. Woo! Und daneben. Wait. Ich glaube, ich war zu schnell. Wie auch immer das möglich war, ich war anscheinend zu schnell. Autsch. Ah, daneben. Wow. Nehmen. Irgendwie verpasse ich mal denselben. Wie kann das bitte schon sein, dass immer denselben verpassen? Na gut. Ich bin eigentlich fest mit dem Supersprint, habe ich das schon mal gesagt. Ich habe den schon wieder verpasst. Kann doch echt nicht wahr sein. Nein, diesmal habe ich einen anderen verpasst. Oh. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Holy fuck. Sieh dir das an. Der Regentanz der Hula-Mädchen hat den Götzen wie eine Kerze ausgepustet. Nun kann ich Tänzerin werden, wie ich es mir erträumt habe. Nimm diese Kugel. Sie könnte dir helfen, weiterzukommen. Ich glaube ja nicht. Aber trotzdem danke. Get you game on. Oder so ein Scrap. Okay, diesmal mache ich keinen dummen Fehler und denke mir, ach, der kann ich runterspringen. Obwohl ich da nicht runterspringen kann. Gut gemacht, Pixel. Du hast doch bewiesen, dass du etwas IQ hast. Aber nur etwas. Irgendwann nicht in den Schokoladen. Dummes Stück Scheiße. Und drüber gleiten! Oh. Memes never gets old. So, damit ich bin jetzt glaube ich am Anfang des Service angekommen. Und das ist eine Rakete.
No rocket blaster to infinity and beyond. Up, 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 up. Come on, let's fly. To the roof. Bitch. Meins. So, und jetzt müssen wir wieder zum Ende des Levels. Yay. Frage Session. Ich weiß es nicht. Out. Oh, ganz, ganz hoch springen. Die, Bitch. Ah, du bist noch ganz Sender. Oh. Ups. Hab ich mich schon zu sehr drauf gefreut. Na, Bitch. Was geht? Oh, dahinter ist noch was. Ja, hat er mal. Jetzt macht alles, Mann. Ja, hätte das erwartet. Danke für Sam. Und wieder zurück zum Anfang. Yay! Ich bin zum Ende. Anfang, Ende. Ist doch eigentlich dasselbe. Oder etwa nicht. So. Hier sind ja schon wieder da. Keine Angst, Leute. So lange sind die Level noch nicht. Gönnt euch! Sagt man noch gönnt? Also gönnt euch im Sinne von Frist oder keine Ahnung, was man dazu sagt. Was anders heißen soll. Besorgt euch. Tief in der Vagina. Hey, Spyro, hi. Möchtest du unter Wasser Nein. schwimmen können? Ja. Ich könnte. Danke. Toll! Okay. Wenn du ins Wasser springst, kannst du dich mit den Richtungstasten an der Oberfläche bewegen. Mit der Quadrattaste tauchst du unter. Wenn du unter Wasser bist, drück X zum Paddeln und die Quadrattaste zum Angreifen. Du meinst die Quadrattaste zum schneller sein? Und die einzige Art, wie man sich normalerweise eigentlich vorbewegt als Euro-Spieler unter Wasser. Ja. Ich glaube, es wird aufhören zu erklären, weil ich bin das nicht. Ich bin scheiße in Erklären. Ich bin so schlecht in Erklären, dass sogar Wörter von mir weglaufen. Hopp. Drücke die Dreieck-Taste, um zu gleiten! Ach, fuck. Das geht leider nicht mehr. Hui! I believe I can do- Oh Leute, das ist geklappt hat. Was ist nicht? Da muss schwarze Magie vorhanden sein oder so. Am Werk. Kann sein. Weiß nicht. Bin zu dumm, die Flaschen zu treffen. Okay. Hey, diesmal. Diesmal aber. Und? Arm Junge. Geschafft. Ekelhaft. Ekelhaft, dieser Pixel konnte sich noch nicht mal muten. So dumm wie der ist. Er weiß noch nicht mehr, wie das geht. Ja. Ich glaube zu wissen, er sei der Beste. Ja. Behauptet andauernd. Niemand ist so gut wie er.
Aber ich kann das ja nur ein Lapp, der nichts drauf hat. Das ist mir alle. Er ist oft genug Beweis. Ist er zu dumm zum Kacken ist. Ey, eine Kugel. Was ist denn das andauernd? Naja, wir gehen aber wieder zurück zu Götzenbach, weil wir wollten eigentlich nur schwimmen haben. Give it us that thing. Go skrrr. Pa. Oder so. Sechs und wiederholen das Intros. Trick. Ja. Halt der Maul. Ich will einfach nur noch schwimmen. Ui, ui, ui. Give me that money, bitch. Ich singe Freestyle, weil ich bin eine dumme Snitch. Yo. You don't know. Big fuck. Man is not hot. So. Wahrscheinlich nicht so sein. Ich glaube, ich bin gerade 50 Mal in dieser 50 Mal die deutsche Sprache verlernt, aber ne? Wo bin ich? Ey! Was willst du? Ich bin hier mit unserem ganzen Werkzeug eingeschlossen. Und die riesigen Götzenköpfe lassen die Arbeiter erst rein, wenn wir die drei Aufgaben lösen, die sie uns gestellt haben. Die erste Aufgabe ist, diese Blöcke gelb zu machen. Wenn du Probleme hast, komm und sprich mit mir. Drei Aufgaben, die so erstmal das Blöcke gelb zu machen. Gut, dass das hier ein Kraftfeld hat. Ui. So, lass mich raten. Ja, so ein Puzzle. Lass mich raten, muss alle gelb färben? Na gut, hat er gerade gesagt. Wow, Spyro! Du hast es geschafft! Ich meine, ich wusste, dass du es kannst. Komm jetzt zum Teich, zum nächsten Test. Easy. Ich ein Teich. Was meinst du mit Teich? Ach, diesen Teich. Okay, was meinst du? Okay, was ist die Aufgabe? Dieser Götze sagt, dass er Hunger hat und nicht eher Ruhe gibt, bis er 10 Fische gefressen hat. Er hat einen empfindlichen Magen. Pass auf, was für Fische du ihm gibst. Bischof fucking Götze zu füttern, der Götze ist wählerisch. Okay. Also die großen Plauen auch. Okay, Spyro. Nur noch eine Aufgabe.
Ich warte auf dich bei den bunten Steinen für deinen letzten Test. Okay. Und ich habe Angst, dass ich dafür die Stampfattacke brauche. Da wir hier anscheinend alles nacheinander lernen. Die ganzen Fähigkeiten, die wir bei Spyro 3 von Anfang an haben. Burn. Warm Junge, so voll bald am Warum steht er in der Luft? Oder entweder in der Luft oder im Boden. Das Spiel darf sich auch so was. Okay, das war gerade BS. Wenn man 100% gesehen, dass ich ihn flambiert habe. Und so habe ich auch gedacht, dass sie ihn flambiert hätte. Was ich mache, ne? Wie lange brauchst du denn? Wenn du in der richtigen Reihenfolge auf die Steine springst, löst du die Aufgabe. Ich kenne nur den ersten. Den Rest musst du herausfinden. Okay, Mitte. Danke. Damit. Mach weiter. Okay. Halbmond. Ja, was haben die in common? Ich sag einfach der hier. Dammit. Ja, halt mal. Ist jetzt noch Trial and Error. Warte mal. Ja, gut. Ich hätte drauf gekommen können, dass die Farbe hier gleich ist. Na gut, dann das ist hier der einzige mit dem Modus. Ja, gut. Ja, ich bin dumm. Ich bin legit dumm. Gute Arbeit, Spyro. Danke. Du bist ganz schön clever für einen Drachen. Was soll das heißen? Ist das glänzende Ding, das ich in meinem Werkzeugkasten gefunden habe. Willst du damit sagen, Drachen sind schlau? Du scheiß Sexist, Rassist, was auch immer. Hier... Assist? Fabelassist? Ich weiß es nicht. Geile Scheiße. Schnell verlassen. Ich fühle mich davon belästigt. Von seiner Aussage. Und beleidigt. Innerlich und äußerlich. Nur weil ich ein Furry bin. Woo! Ey. Ab nach Kolossus. Klingt scheiße. Aber hey. Das Spiel entscheidet. Nicht ich. Wäre schön, wenn ich entscheiden würde. LOL OP. Report Steinböcke für Cheating. Ein Yeti hat in unserem Haus gewütet, aber wir konnten ihn fangen, indem wir alle Türen geschlossen haben. Wenn du mit den anderen Brüdern sprichst, öffnen sie die Tore und bringen dich zu ihm. Und was soll ich mit denen? Meh. Give me that jam. A jam is amazing. Mit Konzentration müsste ich diese Tür für dich öffnen können. Danke.
Okay, die Musik ist halt echt schrecklich. Holy shit. Ich glaube, da soll ich nicht runterspringen. Wie ich darauf komme? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Oh Mann, ist da gar eine Statue. Burn. So, gimme that. Gimme that shit. That shit is amazing. Warte mal. Wer braucht einen Schlüssel, wenn man so singen kann? Du klingst scheiße. Also deine Stimme klingt scheiße. Bitte sing nieder. Gegner wie diese Jacks sind zu groß zum Umstoßen. Dein Feuerstoß sollte solche großen Gegner leicht erledigen. Ist jetzt schon der 30. oder so von dem von den großen? Und jetzt kommt er auf die Idee zu sagen, du kannst dich doch umbrennen und brauchst Feuer töten. Bitch. Am Junge. Jedes Mal, wenn du einen Gegner besiegst, wird ein Geisterpartikel freigesetzt. Die Geisterpartikel aktivieren den Powerpunkt in dieser Welt. Obis. Wenn der Powerpunkt nicht funktioniert, musst du mehr Gegner besiegen. Ja, hätte ich nicht gedacht. Wenn hier steht 11 und ich habe nur 5 oder so, dass es dann natürlich nicht funktioniert. Ja, schon wieder. Warum? Ich weiß es nicht. 420! Oh, keine 420 mehr. Aber dafür meins. Ich stehe für dich! Ein Stern, der keine Arme trägt! So singt er. Für mich. Ah, warum hab ich gerade versucht, Metall zu flambieren? Bin wirklich so dumm. Okay, andere Frage. Wer war ich hier mal schlau? Denk an Jägers Rat. Glücken! Du gleitest am weitesten, wenn du auf dem Höhepunkt. Denk an Jägers Rat! Glücken! Ey, ist ein guter Rat. Kann ich echt Ihnen empfehlen. Einfach mal glätten! Mäh. Bob Junge! Bob Junge! Denkt nur so einer. Oh Mann, was ist das passiert? Der ist direkt über mich gesprungen. Das ist ein Bastard. Mann, Junge! Ein Feuerball, Junge! Perfekt. Flawless victory. Absolutely flawless. Okay, was? Haben wir noch ein Jump Pad? Ja, das macht's was. Alles machen. Alle Gegner zu töten, ne? Einfach nur für ein Jump Pad. Wo war der andere Jump Pad? Hui! Daumen! Hui! Oh.
Ich werde von diesen Idealträumen bekommen, einfach nur von gesagt. Ah, ich kann keine Albträume machen, solange Kim mit neben mir ist. Oh, hallo Professor, was ab? Gott sei Dank hast du diesen bösen Geist verjagt, aber jetzt versteckt er sich in den Statuen. Fackelst du alle 10 Statuen auf einmal ab, verjagst du ihn sicher für immer. Woher willst du wissen, dass er in den Statuen ist? Du gehst ja nicht raus. Du bist ein Kellerkind, Professor. Hallo. Krasse. Oh, hier ist ein Dach. Nein, ich dachte, da geht's weiter. Aha. Was hier im Anfangreich und so an der Statue bestimmt. Bestimmt ist hier eine der einzigsten Statuen, die ich nur noch vergessen werde. Nein, hier ist keine Statue. Okay. Merkwürdig. Ja, wir sind hier 2 Statuen. Und wie sich die Statuen komplett unterscheiden. Ich dachte, die verfärben sich einfach nur, aber nee, die verformen sich auch noch. Oh, da ist eine Gegenstände runtergefallen. Hatte ich bestimmt übersehen. Alter, bitte hörst du jodeln. Ging doch nicht mal gut. Ja. Also, brauch ich gar nicht so. Why am I singing? Darfst du singen? Du kannst nicht singen. Nicht so gut wie ich. Ich bin Meister Schlitzer, Junge. So ein Feuerball. Bitte hörst du singen. Bitte. Wenn jemand bitte die Musik stoppen. Für nichts? What? Out of bounds. Wow. Ich sollte vielleicht mal wirklich die Schatten langsam machen. Ja, vor allem immer noch nicht die... Oh Gott, so knapp. Burn, bitch! Hier oben auf dem Weg ist bestimmt irgendetwas. Oder? Okay, gibt's nicht. Hab ich schon mal erwähnt, dass die Musik hassen hier in diesem Level? Nein. Dann wüsste ich jetzt. Gott, man kann man hier wirklich hoch. Alter, was ist das? Bitte hör auf! Stop it! Ach, schau! Alter, hallo. Mignon. Besoffen. So, man kann auch von nice springen. Gut. Und hier oben? Nee? Gut. Ach, wusste ich doch, dass da unten etwas ist.
Ja, man kann die Geschwindigkeit beeinflussen. Burn. Wow. Ich bin böse, Ungeheuer. Wow. Ganz böse. Warte mal, das war letzte. Danke. Du hast den bösen Geist verjagt. Warum nimmst du nicht das hier? Ich hab's vom Tempel geliehen. Ha, sie brauchen es nicht. Warum sagst du denn? Ha! Warum stand es nicht im Text? Das ha! Ich will mir jetzt den Yeti angucken. Gott, was war das denn? Nein, da geh ich nicht hin. Was ist denn Yeti an? Ich bin ein Yeti und ich bin gefährlich. Hopp. Skrrr. Das ist ein Skrrr. Hallo? Hallo, kleiner Yeti. Okay, so. Sehr schnell. Obwohl ich Vegetarier bin, finde ich, dass du Yeti abfackeln solltest. Er ist aber ziemlich stark. Ich weiß nicht, ob du das schaffst. Ich dachte, der Yeti wäre stärker. Er war wohl nur aus Pappe. Ich habe jedenfalls nur unseren heiligen Talisman bewacht, damit der Yeti ihn nicht frisst. Halt der Maul, Hans. Komm, lass das Talisman. Bitte nicht. Bitte nicht von diesen fetten Stapeln. Ey, all Gems. Look at my precious Gems. So, du hast eine Aufgabe für mich, habe ich gehört. Ah, Spyro, willkommen. Wir finden, Hockey ist ein friedlicher und beruhigender Sport. Möchtest du gegen unseren Torwart spielen? Ja. Du hast 2 Minuten, um 5 Tore im roten Tor zu schießen. Nice, easy. How do I play? Come on, ist dein Nerv. Wir haben Tor gemacht. Dammit! Mom. Na, warte, er schießt wieder in diese. Nein, Controller, please. Schießt wieder in diese Ecken. Diesmal nicht. Und ich habe nicht einfach Tor drin. Damage. Next time. E-Sport. Nein. Er hat schon wieder ein Tor gemacht. Mal auf den Tor zu machen? Da bin ich Torwart. Was ist der Puck? Oh, goddammit! Nur weil es geleckt hat.
Hippo. Oh mein Gott, jetzt hacke ich. Ich sacke. Zack, Bord. Was mache ich? Oh mein Gott. Wo ist jetzt etwa? Ist das der ultimative Vor, von dem alle sprechen? So, die ganze Zeit perfekt gespielt. Yay! Ausgedreht, Bitch! Gut gemacht. Nimm das. Danke für diesen Precious Jam. Möchtest du einer gegen einen spielen? Ich habe noch einen Jam. Okay. Let's go. Time to get your game on. You suck. Bist du mein Team oder ein gegnerischen? Wo ist der Puck? Ey, ich bin Torwart gegen Torwart, wer gewinnt? Wo ist... Ach, come on, ich weiß nicht, wo der Puck ist. Warum wirft er dein Team zu den Torwältern? Okay, da, kann ich ihn schubsen? Fick dich. Fick dich. Oh, come on, warum... Ey, das... Mein Torwart hat zu ihm gespielt. Ist der Torwart eigentlich stumm? Wo ist der? Wo ist der Puck? Natürlich wieder bei dem. Na gut. Ich hab mich getroffen. So. Alter. Es ist dein Ernst! Es ist dein scheiß Ernst! Niemand von uns hat den Ball für 30 Stunden. Und du schaffst es trotzdem, den Ball nicht zu bekommen. Also. Was ist denn das? Zu schwer. Halt dein Maul. Halt deine verfickte Fresse. Nur weil ein Torwart zu dumm zum Kacken ist. Und weil ich spiele komplett beschissen. Wenn ich hatte den Puck mindestens dreimal oder so. Kann ich mal den Puck bekommen? Ich werde jetzt nur auf den gehen. Bis ich den Puck mal bekomme. Danke. Bestimmt kein Schummelein. als ob ich schummeln würde. Nein! Timing missed! Man down! Schluck. Meiner. Passt doch. Kann nur so pin dran sein. Wo ist der Puck? Oh mein Gott. Hörst du mich einfach an? Du Bastard. Verdient, wenn du mich angegriffen hast.
Der hat mal zu mir gepasst. Der ist direkt durch mich durchgeflogen. Ist es dein scheiß Ernst? Kann der Pokémon aufhören, durch mich zu fliegen? Verdient. Na Puck, mal bitte von mir schuck, ne? Na Torwart, das geht ab. Muss ja. Endlich. Nein! Du bist zu fett. Wo ist der Puck? Nice. Okay. Jawohl. Nice, easy. Stirb. Stirb. Stop it. Go away. Nobody likes you. Mann, er wurde extra so hingespielt. Wo ist der Puck? Seit der Map. Spyro? Kamera? Was war das? Als ob ich nicht aufhebe! Yes! Gotcha! Gut gemacht! Nimm das! Wenn du lange genug drauf starrst, siehst du vielleicht gar nichts mehr! Und so. Easy.